Herzlich willkommen zur heutigen Talkshow. Viertel nach acht. Mittlerweile hat die Bild-Zeitung sehr, sehr beliebt gewordene Talkshows, die heißen auch Viertel nach acht. Und das ist jetzt halt ihr unser Viertel nach acht sozusagen. Und heute beginne ich meine ersten 4 Minuten damit, dass ich erzähle, ich fange am besten gleich mal an. Erstes Thema heute: Wie kann man die Wohlfühlstimme vielleicht schon ausprobieren und damit da Leute dafür vielleicht auch gewinnen und begeistern, auch wenn sie noch nicht von Staats wegen in der vollendeten Form angewandt wird? Erstmal ganz kurz, das neueste Konzept lautet ja, manche Zuschauer haben es schon mal irgendwann mitgekriegt, Bundesländer, Bundesliga. Na, ja, jetzt muss ich hier mal, also die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung ist ein mögliches Denkmodell des Einsatzes der Wohlfühlstimme, die einen minimalen Zeitaufwand erfordert und einen minimalen Arbeitseinsatz seitens der Wähler erfordert und trotzdem uns den Lobbyismus beendet, den Einfluss der Konzerne beendet, die Politiker zwingt dazu, nur noch unser Diener zu sein. Und das ist ja das, was man eigentlich will. Wenn man also über Soziokratie nachdenkt, über Bürgerversammlungen, Bürgerräte, über Volksentscheide, dann will man ja eigentlich nur eins damit erreichen, dass endlich die Politiker sich nicht mehr nach den Lobbyisten und Konzernen richten, sondern sozusagen ausschließlich nach den Wählern richten und für die Wähler Gutes tun. Und jetzt kann man Riesenaufwand machen und die Leute müssen sich in Volksentscheide einarbeiten, für die Soziokratie und für die Bürgerparlamente und Bürgerräte einarbeiten, kompliziert einarbeiten in viele Themen. Und dann ist die Frage, ob dann die Entscheidung wirklich besonders gut ausfällt, ist ja dann doch die andere Frage. Und mit der Wohlfühlstimme, da braucht man nur ganz wenige Minuten für die jeweilige Übermittlung und hat eine vollständige Kontrolle darüber, dass Politiker eben nur noch den Wählerinnen dienen und den Lobbyisten gar nicht mehr und den Konzernen nicht mehr und dass dieser ganze Einfluss der Lobbyisten und Konzerne und sonstigen Sparten der Gesellschaft, dass der aufhört. Dass also der Politiker wirklich sa sagt, ich kann nur noch Karriere machen und kann eine schnelle Neuwahl in meinem Bundesland, wo ich dann also ja abgewählt werde, nur noch dadurch verhindern, dass ich alles tue, was das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand meiner Wählerinnen zum Beispiel in meinem Bundesland verbessert. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich weg vom Fenster. Und dann nützt mir alles andere, auch würde mir dann auch nichts mehr nützen. Und das bedeutet also, dass die Wohlfühlstimme, da würde man ja dem Bundeswahlleiter gegenüber kurz übermitteln, innerhalb von 3 Minuten hat sich jetzt etwas verbessert, viel verbessert. Zwei Mausklicks, drei Mausklicks, sehr viel verbessert. Oder verschlechtert, ein Mausklick, viel verschlechtert, mein Wohlfühlen, zwei Mausklicks und drei Mausklicks bei sehr viel verschlechtert. Und das reicht. Damit können die Statistiker des Statistischen Bundesamts jeweils perfekt ausrechnen, ob zum Beispiel diese Landesregierung den Menschen gut tut oder schadet, ja? Und das kann man dann perfekt ausrechnen. Und jetzt könnte man das, um es vorab schon mal die Leute so einen kleinen Vorgeschmack dafür kriegen zu lassen, könnte man Umfragen machen, in denen zum Beispiel die Leute schreiben, ankreuzen, in welchem Bundesland, zum Beispiel in Österreich, wohne ich, ja? Lebe ich? Und
Wenn ich zurückblicke, zum Beispiel, wenn ich jetzt 3 Monate zurückblicke, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate eventuell, also das muss man genau, muss man überlegen, was da der richtige Zeitpunkt wäre. Wenn ich zurückblicke, hat seitdem sich mein Leben unter der Regierung meiner derzeitigen Landesregierung eher verbessert, ein Klick, oder verschlechtert, eins Klick, oder jeweils 2 Klicks oder 3 Klicks, ja, also für sehr viel. Und dadurch könnte man eine vorläufige, natürlich ganz provisorische Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung erstellen und sagen, wenn das jetzt vom Bundeswahlleiter professionell gemacht wäre, würde das jetzt darüber entscheiden, wer auf den Abstiegsplätzen steht. Zum Beispiel in Deutschland bei 16 Bundesländern hätten wir dann vielleicht drei Abstiegsplätze. Wenn wir es in Europa machen würde, hätten wir bei 27 Bundesliga-Teilnehmern vielleicht 5 Abstiegsplätze. Und dann gibt es eben Neuwahlen, die sozusagen je nachdem, wann gerade die letzte Wahl war in dem Bundesland, entweder 1,5 Jahre später oder 2,5 Jahre später, oder weil in Deutschland haben wir 5 Jahresabstände bei den Ländern, ja, oder eben 3,5 Jahre später. Und das bedeutet also, dass eine schlechte Regierung eventuell schon nach 1,5 Jahren durch Neuwahlen quasi schon abgestraft wird. Und wohin werden die Wähler gucken, wenn sie dann eine neue Landesregierung wählen? Sie werden nach den in der Bundesliga der Landesregierung oben stehenden in der Tabelle gucken, denn die schaffen es ja offensichtlich in ihren Bundesländern das Leben der Menschen zu verbessern. Und das wäre der Weg. Das wäre jetzt so die Anfangsbemerkung dazu. Ja, und Herr Leo Wagner, Sie können ja jetzt einfach auch mal dazu etwas sagen, eventuell auch bis zu 4 Minuten lang und einfach mal sagen, was Ihnen dazu einfällt und so weiter oder was für Fragen da noch auftauchen und so weiter. Jo, einen schönen guten Abend wünsche ich allen. Mir geht es in erster Linie um die praktische Umsetzung, wie man das wirklich in der Praxis vollziehen kann. Wo kann man diese Stimme abgeben dann? Sind da in den Straßengassen oder irgendwas Automaten, wo man dann abstimmen kann, oder macht man das über das Handy, oder wie wird das funktionieren dann? Sie meinen jetzt, wenn es der Bundeswahlleiter macht, nicht jetzt die Umfrage, die man ja ins Internet stellen könnte und halt, da hat man halt das Problem, dass natürlich die Leute dann keine repräsentative Wählerstichprobe sind, sondern die halt an dieser Umfrage teilnehmen wollen und können, ja? Ja, Entschuldigung, diese Wohlfühlstimme gibt man ja an den verschiedensten Orten oder Plätzen, auch dort, wo man sich eben auch befindet, so wie das aufgefasst. Die staatliche Wohlfühlstimme, die können Sie zum Beispiel dann in Zukunft parallel über so Systeme wie Online-Banking übermitteln. Sie können in jedem Supermarkt, gibt es kleine Terminals, wo Sie das übermitteln können. In jeder Bank gibt es kleine Terminals, wo Sie das übermitteln können. Alles mit Hilfe der sogenannten Krankenversicherungseinkaufskarte. Also das würde dann ganz einfach sein. Sie können die fast überall dann irgendwo abgeben, entweder zu Hause vom Computer mit Online-Banking-Sicherheitssystem oder am Bankautomaten oder mit den entsprechenden Sicherheitsmechanismen oder im Supermarkt. In Aber ist nicht. Restaurants muss man es vielleicht nicht unbedingt. Man kann es auch am Krankenbett, also in Krankenhäusern muss es so rollende Terminals geben, sodass die Leute auch am Krankenbett sagen können, jetzt geht es mir schlechter. Bin gerade operiert, behandelt worden, aber mir geht es viel schlechter als vorher oder besser als vorher. Dass man da auch so dass die Leute auch am Krankenbett die Möglichkeit haben, einfach mitzuteilen, ob sich was verändert hat im Wohlfühlen. Aber da gibt es zwei Unterschiede dann. Das eine ist ein Gesamtüberblick, dem, was ich staatlich abgebe, und der andere ist ein punktueller, dem, was ich fürs Krankenhaus dann abgebe, quasi, oder? Nochmal die Frage, ich habe es nicht genau verstanden. Nochmal bitte. Es sind dann
zwei verschiedene Abstimmungen. Das eine ist ein Gesamteindruck, den ich über das Land oder über die regierende Partei abgib. Und das andere ist ein punktueller, wenn ich im Krankenhaus bin, wie ich mich in diesem Krankenhaus wohlfühle. Nein, das ist Nicht. wirklich, das ist nur eine, das ist vielleicht, das ist ein ganz häufiges Missverständnis bei der Wohlfühlstimme. Es geht wirklich nur darum, nehmen wir mal an, ich war im Restaurant. Ich habe dort gegessen und ich und 100 andere Leute haben Bauchschmerzen bekommen, weil dort unhygienisch gearbeitet wurde und wir haben alle eine Salmonellenvergiftung. Aber ich melde nicht zurück, ich erwähne, ich habe ja auch gar keine Möglichkeit, ich rede nicht von irgendeinem Restaurant oder beziehe das auf das Restaurant, sondern ich gucke nur in mich rein. Wie geht's mir jetzt? Geht's mir jetzt einen Tick schlechter oder besser? Und mit den Bauchschmerzen spüre ich natürlich, mir geht's schlechter. Und die Zuordnung, dass dann der Bundeswahlleiter-Computer ausrechnet, aha, das sind 100 Leute, die bei diesem Restaurant mit ihrer Krankenversicherungseinkaufskarte bezahlt haben und kurze Zeit später vermelden diese Leute alle unisono eine Verschlechterung. Ja? Das macht der Bundeswahlleiter, die Zuordnung, das macht die Statistik, das machen dann wahrscheinlich sogar automatisierte Computerprogramme. Der Wähler hat nur die Aufgabe mitzuteilen, wie geht es mir jetzt wirklich? Was hat sich verändert zu früher? Und wenn ich gerade Bauchschmerzen habe, hat sich was verändert und das teile ich mit. Aber ohne die Absicht, irgendwie weder das Krankenhaus zu bewerten oder da gezielt Rückmeldung zu geben. Ja, denn die Wohlfühlstimme, die darf immer nur die Aussage sein, was hat sich wirklich verändert in meinem Wohlfühlen? Verbessert oder verschlechtert? Ein Klick, zwei Klick, drei Klicks. Ja? Sehr viel und so weiter. Ja? Und da die Berechnung, auf was diese Wohlfühlstimme dann bezogen wird, das kommt aus dem Computer. Weil wenn man sieht, 100 Leuten geht es plötzlich schlechter. Ja, von den 100 würden, sagen wir mal, 80 die Wohlfühlstimme verschlechtert übermitteln. Dadurch kann der Computer direkt ausrechnen, das muss was mit dem Restaurant zu tun haben. Aber Aber das dann geht muss. uns nichts an. Das geht uns nichts an. Das macht der Bundeswahlleiter ganz von alleine. Und das wird ja dann transparent alles veröffentlicht. Ja? Dann muss ich aber diese Stimme auch im Restaurant abgeben dort, oder? Sonst kann ich es ja nicht zuordnen, dass ich Nee. Nee, jetzt weil hier dadurch, bin. dass Sie bezahlt haben mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, ist die Zuordnung zwischen Ihrem Kauf dieses Essens und dem Restaurant ja schon gegeben. Wenn die Wohlfühlstimme erst woanders Sie dann abgeben, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht mehr um die zeitliche Nähe. Es geht eigentlich nur darum, dass irgendwann in dem Zeitraum nach dem Restaurantbesuch, kann ja auch ein paar Stunden später Ihnen erst schlecht werden, dass das einfach nur mitgeteilt wird, ja? Und das macht dann der Computer, dass er herausfindet, ob dieses Restaurant typischerweise bei vielen Leuten plötzlich negative Folgen hat. Würde aber dann auch eine bargeldlose Zahlung voraussetzen, oder? Das ist der Nachteil dabei. Wir sind ja dafür, dass natürlich da Bargeld, der Annahme, es muss immer einen Annahmezwang für Bargeld geben, damit das bloß nicht abgeschafft wird oder so. Aber alles das, was mir auch wichtig wäre, und mir wäre das wichtig, dass dieses Restaurant überprüft wird, das zahle ich bewusst mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, die ist anonymisiert, die ist nur mit Zahlen, da gibt es keine Namen drauf, nichts, die ist also datenschutzmäßig auf allerhöchsten Standard. Und ja, was ich nicht mit Karte bezahle, erfährt der Bundeswahlleiter ja gar nicht und kann es auch nicht auswerten. Und ich würde aber natürlich dann im Restaurant immer, und wenn mir Sachen im Supermarkt peinlich sind, die ich kaufe, zum Beispiel Kondome oder wenn ich sowas kaufen würde, dann zahle ich die halt in bar. Aber dann kriege ich aber keine Qualitätsmessung, was die Kondome mit der Gesundheit der Menschen machen. Da muss ich mir immer klar sein, was will ich haben? Will ich, dass die Gesundheitsschädlichkeit oder Förderlichkeit gemessen wird? Dann zahle ich mit der Karte. Wenn mir das nicht vorrangig wichtig ist, zahle ich bar. Oder mit anderen Karten. Es gibt ja dann, man kann ja zwei Karten haben. Man kann dann von der Bank zwei Karten kriegen. Ja?
Also alle Möglichkeiten. Aber ich Okay. würde natürlich alles, was mir wichtig ist, im Supermarkt würde ich alles mit dieser Karte bezahlen, weil ich ja wissen will, vergiftet mich das oder und die anderen, denn dann werden ja quasi die Statistiken von 1000 Käufern zusammengebracht damit. Ist das jetzt so ungefähr klar? Erstmal für die erste Runde ausreichend klar? Und dann vielleicht Herr Wagner, dass wenn Sie, Herr Jürgen Wagner, wenn Sie vielleicht als Nächster was vielleicht dazu idealerweise sagen oder ja, was Sie sich selbst auch mit Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund so zu dieser statistischen Frage staatliche Instanz oder erstmal so versuchsweise Umfrage im Internet, ne, was Sie dazu meinen? Ja, also ich sag mal so, rückblickend auf den letzten Talk, den wir gemacht haben, stand ja im Raum und insofern ist natürlich schade, dass einige Leute von diesem Talk jetzt nicht mit dabei sind, auch der Herr, der sich da zum Bürgermeister wählen lassen wollte, Der hat weil sich wir jetzt entschuldigt, gesehen. der ist leider in einem ist immer noch unterwegs für eine ganz wichtige Sache. Wer weiß, vielleicht steigt er ja später noch rein. Ja, jedenfalls hatten wir ja gesagt, es würde Sinn machen, ein Bündnis zu bilden aus verschiedenen Kräften jetzt. Partei die Basis, verfassunggebende Versammlung, ich von der Schenker-Bewegung her und der Weltrat der Weisen, dass man hingehen würde und würde zwei Punkte in einer ganz neuen Weise jetzt anpacken. Das eine ist im Sinne der freien Argumentekultur, dass da nicht irgendeine Gruppe oder Partei jetzt einfach nur irgendwelche Lieblingsinhalte in ein Programm zusammenschreibt, sondern dass man den Horizont wirklich mal ganz weit aufmacht. Was gibt es für Lösungsvorschläge? Und dass die abgewogen werden. Nicht, wem gefällt das jetzt besser, sondern wie ist die Argumentequalität? Also das würde eine freie Argumentekulturpartei dann sein. Also es könnte jede Partei sein. Die Basis könnte so eine freie Argumentekulturpartei werden, wenn sie nicht einfach ohne argumentative Prüfung Lösungsvorschläge kombiniert, sondern dass die Bildfläche so groß wie möglich macht und nach der Qualität, der Argumentequalität gehen wollte. Und dann sind wir zum Ergebnis gekommen, das ist der zweite Punkt, dass ein Konzept, was unmittelbar wie ein Aufknackhebel wirken könnte, also was Umstrukturierung der Gesellschaftsverhältnisse angeht, also so ein Anfangshebel könnte die Wohlfühlstimme sein. Dafür müsste aber, außer dass sie überhaupt mit in den Blick kommt, also das wäre natürlich durch Punkt 1 gegeben, wenn alle Lösungsvorschläge mit zugelassen werden und werden dann geprüft, dann würde die Wohlfühlstimme mit in den Blick kommen, mit ins Prüfungsfeld. Und nehmen wir an, wovon zumindest alle, die beim letzten Talk dabei waren, ziemlich schnell überzeugt waren, dass das ein wirklich bahnbrechender Hebel sein könnte, ein Hebel, um da wirklich was umzuhebeln. Dann müsste man nicht auf irgendeinen Sankt-Nimmerleins-Tag warten, wo das dann vielleicht irgendwann mal ja, auch praktisch geprüft werden kann, sondern wir bräuchten eine praktische Prüfgelegenheit, wodurch wir, wenn die Wohlfühlstimme wirklich so gut klappt, dann echte Überzeugungswirkung in die Bevölkerung reinstrahlen könnten. Und da war beim letzten Talk dann so die Sicht, das könnten zwei Schienen sein. Einerseits aufs ganze Land bezogen, also auf die Bundesrepublik Deutschland. Da haben wir jetzt auch in dieser Sendung, also ihr beide, drüber geredet, wie das jetzt mit so einem nationalen Auswertungssystem vielleicht auch vorgestellt werden kann. Und eine andere Schiene beim letzten Mal war, dass wir ein begrenztes Versuchsfeld, eine lokale Umsetzungsmöglichkeit bekommen würden. So wie es ja im Bereich der Geldreformtheorien, also zinsfreies Geld, berühmt ist, dass es da dieses Wunder von Wörgl gab, wo in einer Stadt jetzt mal wirklich mit dieser anderen Art von Geld experimentiert wurde und zumindest die Legende dann herumgeistert, dass der Staat das schnell abgewürgt hat, weil sich zeigte, wie sehr das positiv wirken kann. Also wenn wir das nicht hinbekommen, dass bundesweit ein Versuchslauf gestartet wird mit der Wohlfühlstimme,
dann, was ich für erheblich realistischer halte, wäre es ungeheuer wertvoll, wenn wir einen lokalen Rahmen bekommen, in dem ein solches Modellexperiment laufen kann. Und ich füge hinzu, da könnte man auch überlegen, was jetzt das technische Auswertungsverfahren angeht, ob man das mit solchen Computer- oder Handy-Apps macht, also dass die Leute da nur was eintippen, oder ob man, wie es ja jetzt Dylan von dir auch bezüglich der Landesregierung so ein bisschen ja ins Auge gefasst war, ob man es thematisch oder spartenmäßig zuordnet. Also die Idee, die du ja da auch schon des Öfteren geäußert hast, ist, dass man am besten vielleicht anfangen könnte mit dem ärztlichen, medizinischen Bereich, eine Art Hausarztkommune, dass um diese direkte gesundheitliche Versorgung, wo die Menschen ihren Arzt mit Wohlfühlstimmen ausstatten, dass man darüber feststellt, wie kann das ein Anfangskeimling werden, um das dann auch auszuweiten auf alle Dinge, Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Kleidungsgeschäft, was weiß ich alles. Also ich halte das für realistisch machbar. Aber es würde voraussetzen eben, dass gerade eine gesellschaftliche Kraft, die da auch das Potenzial für hat, also sehe ich, dass die Basis mit ihrer Mitgliederzahl das bringen könnte, oder jemand, der wirklich hinter der Idee steht oder sie für sinnvoll hält und wird Bürgermeister in seiner Gemeinde, wenn er die Macht dann dazu hat, dass man wirklich hingeht und einen Versuchsballon starten kann. Das ist die Wohlfühlstimme sicherlich wert, wenn man sie im Vergleich mit anderen Lösungsvorschlägen vergleicht, also in den Blick nimmt und nicht von vornherein weglässt. Und wenn wir das machen, das halte ich ehrlich gesagt für den einzig realistischen Hebel jetzt erstmal, wo sich, wenn sich da genug Kräfte zusammentun, wo das dann vielleicht was werden kann. Ja, vielleicht Herr Lischka, ein kurzes Statement. Ist Ihnen da schon irgendwie eine Idee für ein Kurzstatement dazu gekommen? Ja, also ich fand es eben sehr schön, wie der Jürgen Wagner gesagt hat, man sollte den Horizont erweitern, ja. Und ich habe an meinen Hotel, das ist Hostel oder wie man das nennen soll. Also mir schwebt da ja auch nicht die Unterbringung von Obdachlosen vor, sondern mir schwebt da eigentlich ein europäisches Netzwerk von Hunderten und Tausenden von solchen Kapsel-Homes, wo eben auch Schüleraustausch und Backpacker-Szene und so weiter eben sich die Klinke in die Hand geben. Ne? Und das eben auf der Ebene eben also ein touristisches Anreizsystem, eben da auch der Wille überhaupt geschaffen wird, um sein Votum abzugeben. Das Problem hat man ja grundsätzlich, also diese Umweltfaulheit im Menschen, ne? Dass man einfach sagt, ja, so ist es halt. Ne? Ich habe das erlebt mit der Taubenkacke da am Wiener Platz, die wurden alle zugeschissen und die Leute sagten, so ist es halt. Ne? Und ich habe also mit der Stadt Köln also fast 2 Jahre Sperring gemacht. Ne? Da wurde auch eine Sachbearbeiterin strafversetzt. Nicht? Und ich habe dann trotzdem dann über den Hygienebeauftragten durchgesetzt, dass da Abhilfe geschaffen wurde. Und jetzt haben die Tauben da wohl die Leine wieder durchgeschissen und jetzt haben wir das Problem wieder. Aber ich werde mich da jetzt nicht nochmal einbringen. Darauf kann man auch sicher Aber sein. generell ist Ihr Statement, Ihr kurzes Statement, zieht daraufhin ab, generell eine Befürwortung von konkreten Projekten und konkreten Projekten jetzt schon, Ja, eben dieses unabhängig von der Anreiz, Politik, ja, ja. dieses Anreizsystem, ne? Dass Ja. man eben Leute dazu eben auch einen Anreiz gibt, ne? Also wie auch immer, ne? Also im Ja. Obdachlosenmilieu könnte das irgendwie ein Schlag Suppe extra sein oder was, oder im Schüleraustausch, ne? Ich meine, da ist es ja auch von regionalem Interesse, wenn die Region eben belobigt wird, Ja. ne, für künftige Schülerbesuche, ne, die ja auch Förderung von Europa bekommen, ne, jedenfalls jetzt noch, ne. Ja. Also sowas in der Art, denke ich Aber mal. fassen wir es zusammen, das ist so, dass die Idee wirklich auch konkrete Projekte zu verfolgen. Und jetzt würde ich dann jetzt mal erläutern, wie der Stand der Dinge ist. Denn Herr Wagner hat ja vorhin nämlich jetzt mache ich erstmal die Präsentation an und Sie können danach entsprechend rücken. Denken Sie dran, immer zur Mitte hinrücken. So, Präsentation, da muss ich jetzt hier hin.
Mache Präsentation starten. Ja, hierhin. Ganzer Bildschirm. Teilen und ausblenden. Und jetzt kann ich hier mal so hingehen, erst einmal. Das sind jetzt zum Beispiel die Flyer dieser Partei des Gemeinwohls. Und unser Wunsch wäre ja, vielleicht, wenn Sie, wie gesagt, alle jetzt an den rechten Rand Ihres Ausschnittes rücken. Ich muss auch ein bisschen rücken, so nach rechts, ja. Herr Leo Wagner auch noch ein bisschen nach rechts, weil Sie wären jetzt aus dem Bild gefallen. Also an den rechten Rand Ihres Ausschnittes rücken. Ja, genau, so mit Kamera vielleicht drehen, ja, so ist perfekt. Und mich sieht man auch, und Herrn Jürgen Wagner sieht man auch gut. So, und das sind jetzt also die ersten provisorischen Flyer. Und meine Wunsch wäre natürlich auch, dass die Basis letztendlich eine Fragpartei wird, nämlich eine wirklich basisdemokratische Partei, hier die Flyer nochmal, und Partei des Gemeinwohls. Und jetzt gehe ich mal hier auf die Homepage dieser Partei, wo ich das letzte Mal schon sagte, da können Sie ruhig alles rausklauen, rauskopieren und verwenden für alle Zwecke. Und dann gehen wir mal an die Stelle, die der Herr Wagner gerade angesprochen hat, der Herr Jürgen Wagner. Diese Partei, die ist die erste wirklich basisdemokratische Partei der Welt mit einer viel besseren Debattenkultur, weil sie die Welt auffordert. Widersprechen Sie den Argumenten für das PDG-Wahlprogramm in Talkshows, per Telefon oder online mit guten Argumenten im Sinne der freien Argumentekultur. Siehe die nächsten Talkshow-Termine, ne? Wo sind die Argumente für Gemeinwohlwirtschaft Irrtümer? Welche kompetenten Experten der Welt widersprechen mit welchen Argumenten den Argumenten für Gemeinwohlwirtschaft oder je nachdem für das Parteiprogramm allgemeiner gesprochen? Die PDG richtet, und das könnte eben dann auch die Basis sein, die P Basis oder PDG richtet sich beim Wahlprogramm, jetzt passen Sie auf, jetzt kommt das Entscheidende, nach den Ergebnissen von repräsentativen Wählerstichproben, zusammengestellt von professionellen Wahl-, Meinungs- und Marktforschungsinstituten. Und dafür hätte ja die Basis Deutschland einen riesen Etat. Die könnte, also eine Studie kostet 2.500 € bei Allensbach, beim renommiertesten deutschen Institut. Und die Basis hat ja einen Monatsetat von etwa 500 bis 600.000 € Mitgliedsbeiträgen und kriegt ja jetzt nochmal von der Wahl nochmal 600.000 € zusätzlich. Die könnte das also spielend so machen, dass sie wirklich Basisdemokratie macht und zwar die Wähler entscheiden lässt und nicht die Parteimitglieder, denn die sind ja nicht repräsentativ. So, also weil eben alles andere keine Basisdemokratie wäre, nachdem eine repräsentative Wählerstichprobe die Argumente für gemeinwohlwirtschaftliche Reformen kennengelernt hatte, hatte das gemeinwohlwirtschaftliche Reformenprogramm circa 23 bis 35% Vorsprung vor dem zweitbeliebtesten Programm, SPD-Programm, ja, und noch sehr viel mehr Vorsprung vor den Programmen der anderen Großparteien, CDU, Grüne, FDP, Linke. Also das heißt, mit so einer großen Ordnung von 2.500 € oder vielleicht ein bisschen mehr kann man dann also sogar solche simulierten Bundestagswahlen durchführen und dann führen und dann ist man ganz dicht bei den Wählern, bei der Basis der Wähler und nicht bei dem, was die zufällig Mitglied gewordenen Personen wollen. Denn die sind nicht die Wähler. Das ist nicht die Basis der Gesellschaft. Die Basis der Gesellschaft sind repräsentative Wählerstichproben oder eben die Gesamtheit aller Wähler, die dann tatsächlich bei einer Wahl oder bei einem Volksentscheid teilnimmt. Aber Parteimitglieder sind praktisch nie repräsentativ für die Gesellschaft, weil es immer spezielle Gründe gibt, warum jemand in eine Partei reingeht. Und das ist alle, die nicht diese speziellen Gründe haben, die sind ja dann, würden ja dann überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist das, was der Herr Wagner ja eben, der Jürgen Wagner eben angesprochen hatte, nämlich dass hier wirklich
man sich an den Wählern orientiert und zwar immer nur auch über die Frage der Argumentequalität. Also die Argumente und wenn die Wähler die Argumente pro für eine Sache gehört haben und contra, dann entscheiden die Wähler, aber erst nach den Argumenten. Die können dann immer noch falsch entscheiden. Aber wenn sie etwas entscheiden sollen, ohne vorher die Argumente pro und contra gehört zu haben, dann ist das keine echte Basisdemokratie. Denn zur Qualität einer Basisdemokratie gehört, dass sie die Argumente pro und contra auch alle kennengelernt haben. Ja, und dann können sie immer noch falsch entscheiden, aber dann werden die Qualität der Entscheidung wesentlich besser ausfallen im Durchschnitt. Ja, ich lese mal zu Ende hier. Deshalb steht hier ein gemeinwohlwirtschaftliches Parteiprogramm, solange bis zukünftig neuere repräsentative Wählerstichproben zu anderen Ergebnissen kommen. Bitte Kontakt aufnehmen. Also, das heißt, diese Partei lädt ein dazu, widersprechen Sie einfach unseren bisherigen Parteiprogrammspunkten. Und dann kann ich noch zum Schluss zeigen für diese Runde. Wenn Sie hier jetzt mal schauen, da sind die vom Herrn Lischka genannten Kapselhotelle für das Problem Obdachlosigkeit. Und hier jetzt haben wir zum Beispiel, Open Petition ist zum Beispiel eine kostenlose Möglichkeit, so eine Art Umfrage zu machen. Das ist auch wieder keine repräsentative Wählerstichprobe, aber eine wenigstens etwas repräsentativere Wählerstichprobe als die Parteimitglieder. Weil die Leute, die bei Open Petition da was schreiben, da sieht man also hier zum Beispiel die Gesundheitsreformkonzepte jetzt von der Partei des Gemeinwohls, die hatten dann eben 60 positive, begeisterte Kommentare bekommen. Die Kommentare kann man jetzt hier anklicken. Jetzt habe ich eine Zulassungsanfrage. Moment. Da kommt noch jemand. Hallo? Hallo? Hallo. Schönen guten Abend. Hören Sie mich gut? Ich denke, es ist Herr Biaxix, gell? Sagen Sie mal was, machen Sie mal Ihr Mikrofon kurz an. Ich höre Sie noch nicht. Okay, jetzt sollte es Jetzt, funktionieren. ja super, jetzt hört's. Jetzt können Sie es wieder ausmachen. Vielleicht kurzer Hinweis, wir haben bis jetzt schon mal über experimentelles Umgehen mit Wohlfühlstimme. Wir haben verglichen die staatliche Anwendung der Wohlfühlstimme und das experimentelle Anwenden der Wohlfühlstimme in einer Umfrage. So, der Blick zurück, das kann ich ja dann nachher vielleicht nochmal wiederholen oder Sie können es ja dann auch später nochmal direkt nachschauen oder wir können es ja einfach auch nochmal dann wiederholen. Und gerade war ich dabei, einfach zu zeigen, der Wagner hatte nämlich angesprochen, dass die Argumentgeschichte halt sehr wichtig ist für das Thema sozusagen einer echten Basisdemokratie, dass die Wähler die Argumente pro und contra für jede Sache kennen müssen, damit die Qualität der Entscheidung qualitativ besser wird. Und dann, dass eigentlich aber nur repräsentative Wählerstichproben eigentlich definitive Entscheidungen darstellen können, da ja die Parteimitglieder leider praktisch nie eine repräsentative Wählerstichprobe darstellen. Und ich habe dann hier auch vorgelesen aus dem Parteiprogramm der Partei des Gemeinwohls, dass man ja gerne jederzeit rauskopieren darf. Da ist das eben fest verankert mit dieser freien Argumentekultur und mit der basisdemokratischen Zuwendung zu den repräsentativen Wählerstichproben. Und dann habe ich jetzt gerade zum Schluss, wollte ich gerade noch zeigen hier, die Gesundheitsreform, die wurde jetzt zum Beispiel dann nochmal getestet bei openpetition.de. Die wurde also einmal in dieser repräsentativen Wählerstichprobe getestet und begeistert von den Wählern begrüßt. Und auch noch in zwei anderen Studien, die vielleicht nicht so ganz repräsentativ waren, begeistert begrüßt von den Teilnehmern. Und hier hat man das bei Open Petition, jetzt vor ein paar Monaten hat das ein Die Basis Deutschland Mitglied gemacht und hat das einfach mal reingestellt, dass ungefähr das Basisprogramm Deutschland für die Gesundheitsreform und die
Also die Partei, die Reform der hier der Partei des Gemeinwohls, die gemeinwohlwirtschaftliche Gesundheitsreform. Und da gab es dann 60 wirklich begeisterte Kommentare. Ich klicke das mal nur kurz an. Und hier bei der Gesundheitsreformkonzeption der Basis Deutschland waren es gerade nur 4 positive Kommentare. 4 zu 60, ja. Also 4 für das Konzept der Basis Deutschland und 60 für die Gesundheitsreformkonzeption, die jetzt hier in der Partei des Gemeinwohls verankert ist. Und jetzt klicke ich mal hier drauf und klicke jetzt einfach mal hier an. Gehe jetzt mal hier hin und dann sehen Sie zum Beispiel die Kommentare bei dieser Open Petition Testung, die übrigens völlig kostenlos sind, diese Tests, ja. Da ist der erste Kommentar hier, Johanna Heuer, 17.02.21, also erst, ist noch nicht so lange her, ist so ziemlich frisch. Das ist der wahre Ansatz und dann geht das mit den Kommentaren immer so weiter. Ich denke, unser gesamtes Gesundheitssystem ist auf den Kopf gestellt und würde sogar noch weitergehen und ein Modell bevorzugen, das sich an den alten Chinesen orientiert und so weiter. Ja, also so gibt es lauter positive, sachliche Kommentare. Und da kann man dann schon sagen, ja, hoppla, das ist schon mehr als die Parteimitglieder. Das ist schon ein gemischteres Publikum, das dann sagt, aha, diese Gesundheitsreform, die gemeinwohlwirtschaftliche, die finden wir gut, wir Bürger. Ja, und wenn auch diese Open Petition-Geschichte sicherlich nicht ganz repräsentativ ist, die Teilnehmer, die dort teilnehmen. Ja, zum Beispiel hier so ein Kommentar noch, weil derzeit der kranke Mensch gewinnbringend ist und das muss sofort aufhören. Ja, also Sie sehen es, tolle Kommentare, die wirklich verstanden haben, worum es geht. Ja, oder hier so, weil es im Moment anders herumläuft, die Ärzte profitieren von den Kranken. Ja, und da will die Person ja ausdrücken, dass da muss geändert werden, eben durch diese gemeinwohlwirtschaftliche Gesundheitsreform. Ja, und das können Sie alles, diese Partei des Gemeinwohls will ja eigentlich gar nicht antreten, sondern das könnte die Basis einfach alles übernehmen und klauen und perfektionieren und verbessern. Ne? Ja. Und vielleicht, Herr Biaxix, vielleicht, wenn Sie kurz was jetzt sagen, wo Sie, ob Sie auch noch wirklich dann nochmal, ob wir noch insgesamt nochmal intensiver auf das Experiment Wohlfühlstimme jetzt nochmal eingehen sollen, oder ja, was Sie besonders interessiert, wenn Sie vielleicht mal sich kurz da äußern. Ja, danke schön. Wir haben schon ein ähnliches Konzept entwickelt, unabhängig davon. Wir sind auch in dieser Richtung unterwegs. Eine unserer Vorschläge läuft darauf hinaus, dass die Kassen, also die Gesundheitskassen oder bei uns heißen sie Krankenkassen, dass die Krankenkassen, die müsste man dann umtaufen, dass die Krankenkassen die Ärzte bezahlen also das, was das Volk soll darüber abstimmen, was die Ärzte verdienen sollen. Da soll es Vorschläge aus dem Volk geben, das wird konsensiert und dann sollten die Kassen die Ärzte bezahlen und die Ärzte sollen nach einem Verteilerschlüssel für ihren Rayon, für ihr Einzugsgebiet, eine Bezahlung bekommen für gesunde Menschen. Und für kranke Menschen gibt es Abzüge und je kränker und je mehr kranke Menschen es sind, umso größer. Also es soll eine Progression geben, sozusagen Strafpunkte, wenn mehr Kranke sind. Und wir haben uns ausgerechnet, dass wenn es einem Arzt gelingt, im Jahr in seinem Rayon, das kann halt groß auch sein oder auch klein sein, wenn es dem Arzt gelingt, im Jahr nur 2 oder 3 Krebserkrankungen zu verhindern, und wir wissen ja, dass bis zu 80% der Zivilisationserkrankungen durch einfache Präventionsmaßnahmen verhindert werden können, dann hat er sein Gehalt erwirtschaftet und man kann ihm ein fürstliches Gehalt zahlen. Also unser Anliegen, unser Vorstoß wäre ja, oder unsere Überlegung wäre ja, dass wenn der Arzt das gut macht, hat er sehr wenig Arbeit und kann sich wirklich darauf konzentrieren, dass er mit den gefährdeten Gruppen, also mit Alten zum Beispiel, schon im Kindergarten den Kindern
wichtige Sachen, wichtige Grundlagen beibringt für eine gesunde Lebensführung, mit den alten Sportveranstaltungen veranstaltet und alles macht, was sie gesund hält, weil das ja genau in seinem Interesse ist. Also so ähnlich stellen wir uns das vor. Das sind natürlich Träumereien, weil die Industrie wird uns da heftigen Gegenwind entgegenbringen. Aber das ist noch nicht ausgearbeitet. Aber nur, dass ihr seht, wir haben diese Ideen auch schon. Ich gehe da komplett konform. Genauso muss es sein. Das heißt, die Krankheit soll sich nicht rechnen, die Gesundheit soll Gewinn bringen. Was die Wohlfühlstimmen-Experimente angeht, ja, ich bin ja ein Praktiker. Ich würde gern ein praktisches Beispiel so durchspielen. Mit konkreten Größenordnungen, zum Beispiel, dass man das in einer Stadt mit mittlerer Größe versucht zu realisieren, damit man weiß, aha, wo müssen wir ansetzen, welche Routinen brauchen wir im Bürgermeisteramt oder im Magistrat oder wie das auch heißen mag, damit das dort Fuß greift und fasst, wie befragen wir die Leute, auf welche Weise, wo wird diese Wohlfühlstimme erhoben, auf welche Weise, damit wir das ein bisschen, damit wir einen Plan haben und den vielleicht dann irgendwo bald in Realität umsetzen können. Und an dem Beispiel könnte man dann sehen, aha, so funktioniert das und hat sich bewährt, hat sich nicht bewährt, hat sich sehr stark bewährt. Wir haben eindeutige und große Vorteile und so könnte man dann eine weitere Einführung oder Verbreitung sehr leicht argumentieren, wenn das Vorteile ja. hätte. Dankeschön. Ja, ich hatte vorhin schon erzählt, das kann ich ja vielleicht nachher dann nochmal ganz kurz zusammenfassen, so das Denkmodell der Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung, wo also dann es drei Absteiger in dieser Bundesliga gibt, in Deutschland jetzt gedacht bei 16 Bundesländern und dann vorgezogene Neuwahlen in bestimmten System kommen, sodass also Politiker, die nicht das Bestmögliche tun für Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Wählerinnen ihres Bundeslandes, dass die dann quasi ruckzuck abgewählt sind und da werden natürlich die Wähler gucken, wen werden sie wählen stattdessen, natürlich die Parteien und die Parteien oder Koalitionen, die in der Tabelle zum Beispiel auf den Plätzen 1, 2, 3 stehen zum Beispiel, da wird man sich danach richten. Ja? Und das ist auch wieder, und immer ist der gleiche Gedanke, wir müssen gucken, dass wir messen, ob die Ärzte uns gut tun und wir müssen gucken und messen, ob die Regierungen uns gut tun, der jeweiligen Länder zum Beispiel. Wir müssen Vergleichbarkeiten schaffen und dann messen und Konsequenzen muss es haben. Ja, aber in der nächsten Runde werde ich, also dann, wenn ich dann nachher dran bin, werde ich das nochmal detailliert nochmal zusammenfassen, was ich vorhin erzählt habe von einer Umfrage im Internet, die quasi so ein Vorgriff auf die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung sein könnte. Ansonsten gebe ich jetzt erstmal weiter an den Herrn Leo Wagner. Jo, ich hänge da noch immer bei einen, wie Sie angesprochen haben, da man zum Beispiel, wenn man im Supermarkt bezahlt, wenn man mit der Karte bezahlt, dass man dann die Wohlfühlstimme abgibt, da positiv oder negativ. Ne? Für den Marktleiter ist es aber dann überhaupt noch nicht klar, ja, was mache ich falsch eigentlich? Ist Personal unfreundlich? Fehlt es am Sortiment oder so irgendwas? Kann man das dann, diese Wohlfühlstimme eingrenzen mehr, gleich, dass man schon einen Grund angeben kann oder so? Nee, das ist ja gerade absichtlich so, dass das völlig ganz bewusst untersagt ist oder nicht stattfindet, weil eben es letztendlich darum geht, dass, sagen wir mal so, Sie kaufen bei dem Supermarkt, der Supermarktleiter verkauft Ihnen Gemüse, behauptet, das sei gesund, aber es ist in Wirklichkeit total chemisch verseucht, ja? Total massenhafte Giftstoffe drin. Und Ihnen geht es so und irgendwann merken Sie, ja hoppla, wenn ich zurückblicke, so an früher, mir geht es ja eigentlich gesundheitlich einfach einen Tick schlechter. Und dann
wertet von sich aus, der Bundeswahlleiter und die Statistiker, die Computerprogramme suchen quasi nach Veränderungen von vielen Kunden. Und wenn es plötzlich bei diesem Supermarktleiter tausenden anderen Kunden ähnlich geht, dann weiß man, dass das was mit der Qualität dieses Supermarktleiters und seinen Produkten zusammenhängt. Und dann kriegt der reduzierte Verdienstzuschüsse, der zahlt ja Steuern. Also einerseits wird ihm Geld ja weggenommen über Steuern. Und dann kriegt er über Verdienstzuschüsse, normalerweise für eine gute Leistung, kriegt er hohe Verdienstzuschüsse zurück. Aber wenn die Leute krank werden durch sein Gemüse, ja, oder es ihnen schlechter geht, dann kriegt er praktisch nichts zurück. Und dann hat er die hohen Steuern, aber kriegt keine Verdienstzuschüsse mehr als Ausgleiche. Und es ist nicht so, also wir geben niemals die Wohlfühlstimme jetzt ab, um den Supermarktleiter zu bewerten, sondern wir geben die dann ab, wenn wir merken, dass sich was in unserem Leben verändert hat. Und das wird nur ganz selten der Fall sein, dass jemand sie so schlecht behandelt im Supermarkt von dem Personal, dass sie direkt danach eine verschlechterte Wohlfühlstimme geben, weil der ihnen total die Laune momentan verdorben hat. Aber sozusagen im großen Ganzen wird die Veränderung der Wohlfühlstimme nur mitgeteilt eben, wie ich es vorhin an dem Restaurantbeispiel gesagt hatte, wenn sich 100 Leute dort mit Salmonellen infiziert haben, dann erscheint das im Computer. Der Computer sucht quasi nach solchen statistischen Zusammenhängen und der stellt dann fest, aha, da haben 100 Leute dort gegessen oder jedenfalls haben mit ihrer Krankenversicherungseinkaufskarte dort bezahlt. Und wir stellen fest, dass die in einem zeitlichen gewisse Folge diese 100 Leute allesamt eine verschlechterte Wohlfühlstimme aufweisen. Und das muss was mit dem Restaurant zu tun haben. Und deswegen kriegt es dann reduzierte Verdienstzuschüsse und ist dann auch von der Pleite bedroht, wenn das öfters vorkommt. Okay. So soll es ja auch sein. Ne? Ja, glaube ich, dass ich es verstanden habe, jetzt, aber das Programm muss sehr komplex sein dann. Ne? Diese Computerprogramme, also das Berechnen auf solche statistischen Dinge hin, das ist ja mittlerweile heutzutage so, dass die Computer, dass man das, gute Statistiker, die also alle Tricks der computermäßigen Auswertung von statistischen Zusammenhängen kennen, das ist kein großes Problem. Ja, das ist heutzutage alles relativ leicht machbar. Und das kriegen wir hin, das kriegt der Staat hin, das kriegen die statistischen Bundesämter und Landesämter zusammen mit den Wahlleitern, kriegen das hin. Zusammen mit den besten Statistikern der Welt, die da natürlich dann hinzugezogen werden nochmal. Und dann kriegt man sowas hin und dann kann man eben bei allem gucken, ja, quasi jedes Restaurant, jeder Supermarktleiter, jeder Arzt, kriegt seine Verdienstzuschüsse auf diesem Wege berechnet. Und ja, auf diesem Wege. Das heißt aber, es gibt noch keinen Prototyp dieses Programms. Nein, sondern das ist einfach, es ist so, es ist machbar und es muss gemacht werden, denn wie sonst wollen wir endlich dahinter kommen, ob ein Supermarkt uns giftstoffverseuchte Gemüse verkauft und die vielleicht noch Bio nennt oder ob's echt ist. Ja? Das können wir nur an den Konsequenzen messen, nämlich was das mit der Gesundheit der Menschen macht. Okay. Ja, Herr Jürgen Wagner, Sie haben leider ein bisschen was nicht mitgekriegt. Gell? Wenn Sie jetzt vielleicht noch mal jetzt so sagen, was Ihnen dazu einfällt, zu diesem Thema generell. Ja, schön, dass der Herr Bjaksic auch dabei ist. Ich fasse dann nochmal in 4 Punkten ganz konzentriert zusammen, wovon ich denke, dass es darauf ankommen würde. Erstens, dass wirklich geschaut würde, was tut den Menschen gut und am besten eben nicht nur auf Einzelaspekte bezogen. Also ich nenne das den Punkt der freien Argumentekultur, dass die ganze Bandbreite an Lösungsvorschlägen in den Blick genommen werden sollte und nach Argumentequalität beurteilt werden sollte. Konkretes Beispiel, dann ist die Wohlfühlstimme eben nicht nur relevant für den Gesundheitsbereich, dass da die Krankenkassen so eben die Ärzte bezahlen würden, sondern eine aus meiner Sicht sogar noch grundlegendere Frage der Wohlfühlstimme ist, mit welchem politischen System, Entscheidungssystem fühlen sich die Menschen mehr oder weniger wohl.
Und auch da müsste man ja danach gehen, was tut den Menschen gut. Das kann man natürlich nicht, wenn man irgendwie Lösungsvorschläge nach Gefallen aussucht und nicht möglichst gut nach Argumenten prüft. Das heißt, das Erste wäre, wollen Parteien jetzt auch wie die Basis nicht nur Lieblingsideologien zusammenstückeln, sag ich mal, sondern mit einem ganz offenen Blick das argumentativ Beste wählen für alle Bereiche. Der zweite Punkt ist der, wir hatten beim letzten Talk gesehen, dass es einen Hebel braucht, mit dem man wirklich mal ein Signal setzen kann in der Gesellschaft, der dann auch so attraktiv ist, dass er Menschenmassen bewegen kann, auch hin zu unseren neuen Partei- oder Parteiprogrammvorstellungen. Und wir waren beim letzten Mal einig, die Wohlfühlstimme könnte das prinzipiell schon sein, also ein solcher Aufknackhebel. Und dann hatten wir zwei Schlussfolgerungen daraus gezogen. Erstens, es wäre günstig, wenn wir ein ausreichend kraftvolles Bündnis für Prüfungsgelegenheiten schaffen, also verfassunggebende Versammlung, die Basis, Weltrat, also Schenkerbewegung, was ich vertrete, dass die sich alle so weit zusammentun, dass überhaupt so eine Prüfgelegenheit zustande kommt. Und die könnte entweder bundesweit sein oder regional. Bundesweit hat der Herr Dillen jetzt schon viel darüber gesprochen, mit diesen Auswertungsverfahren, die dann vom Bundeswahlleiter und so weiter durchgeführt werden und von entsprechenden IT-Experten auch so in Zuordnung gebracht werden. Also woran liegt es, dass den Menschen hier oder dort die Wohlfühlstimme absagt? Das andere ist es, lokal Möglichkeiten zu finden. Also wie Sie das selbst jetzt auch sagten, Herr Bjatic, eine Stadt zum Beispiel oder ein Ort überhaupt, an dem man anfangen könnte, ein lokales Prüfexperiment zu machen. Das könnte aus meiner Sicht schon anfangen, auch mit dem Gesundheitsbereich, eine Art Hausarztkommune, wo die Menschen hingehen und gucken, wie gut geht es mir mit diesem oder jenem Arzt. Und der bekommt halt seine Vergütung danach, wie weit es den Leuten gut geht, nicht wie oft sie in der Praxis sitzen oder Behandlung brauchen. Also es könnte anfangen mit sowas wie einer Hausarztkommune, sollte aber den offenen Blick schon haben, dass das alle Bereiche des Lebens einschließen sollte, auch zum Beispiel gerade den politischen Bereich, wie gut es den Menschen mit dem einen oder anderen dabei geht. Und ich, also mein Anliegen wäre jetzt, dass wenn wir jetzt hier heute Abend zumindest teilweise wieder zusammen sind, auch jetzt aus dem letzten Talk, also es fehlen ja ein paar, aber wenn wir jetzt so weit zusammen sind, dass wir überhaupt jetzt realistisch sagen könnten, wollen wir so ein Bündnis und welche Potenziale stehen uns denn zur Verfügung, um schnellstmöglich und praktisch ein solches Prüfexperiment durchführen zu können. Dass wir da vielleicht Brainstorming machen oder vielleicht hat die Basis ja irgendwelche politischen Einheiten, Orte, Gemeinden, Städte, in denen sie schon so eine Kraft darstellen kann, dass man überhaupt irgendwie aussichtsreich wäre, so ein Prüfexperiment zu machen. Können wir es machen und wo? Das wäre ja, sozusagen. Also ich, wobei ich mir selbst schwer vorstellen kann. Also ich fasse nochmal für den Herr Bjaksix, wenn Sie vielleicht, Herr Bjaksix, wenn Sie noch ein paar Zentimeter nach rechts rücken im Bilde, dann sind Sie noch besser im Bilde, ja. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gewesen, aber so, dass Sie schön, ja genau, so sind Sie gut im Bild. Ich fasse es nur noch mal ganz kurz zusammen, das, was Sie verpasst haben, nämlich, dass ich vorgeschlagen habe, dass man so eine Umfragesystem machen könnte, zum Beispiel alle österreichischen Bundesländer, dass die Leute also bei der Umfrage ankreuzen im Internet, in welchem der österreichischen Bundesländer wohne ich. Und wenn ich zurückblicke, dann muss man da halt mal drüber nachdenken, vielleicht 3 Monate oder 4 oder 6 oder 9 oder 12, je nachdem, wo die Leute gut auch zurückblicken können. Wenn ich dann vergleiche zwischen früher und heute, geht es mir jetzt ein Mausklick schlechter als damals, besser als damals oder 2 Mausklicks, also viel schschlechter, viel besser, 3 Mausklicks in die entsprechende Richtung, sehr viel besser, sehr viel schlechter. Und so könnte man dann sozusagen diese Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung spielerisch schon mal
durchführen, wobei natürlich das keine repräsentative Wählerstichprobe sein dürfte, aber das sind ja halt dann die Leute, die gerne an solchen Umfragen teilnehmen. Aber immerhin wäre das so eine Verdeutlichung. Das kann ich mir konkret vorstellen, ja. Ansonsten ist es halt so, an sich ist das Ganze Politik, ne? Es geht darum, eine Staatsreform zu machen. Und natürlich kann so eine komplizierte Staatsreform, in der die Leistung von Ärzten miteinander verglichen wird und gemessen wird und so weiter, eben leider nicht so ohne weiteres einfach mal so eben simuliert werden, ne? Denn entweder sowas kann eigentlich richtig gemacht werden, nur mit einer wirklich staatlichen Reform. Und deswegen kann ich es mir jetzt noch nicht konkret vorstellen, wie man das machen wollte, dass man jetzt einzelne Ärzte irgendwie da schon in ein Messsystem reinzieht. Das müsste ja mindestens von einer Kommune, einer Stadt zum Beispiel, müsste es gemacht werden für alle Ärzte in dem Stadtgebiet zum Beispiel. Ja, das könnte man machen. Aber dann ist es schon wieder ein staatliches Modell. Dann ist es schon wieder eine Reform. Ja, also wenigstens für diese Stadt. Ja. So, jetzt nochmal wieder kurz die Frage, Herr Lischka, zusätzlich zu Ihrer Grundüberlegung, dass Sie ja immer sagen, wir sollen uns auch eben immer über konkrete Projekte nachdenken. Haben Sie jetzt zu dem, was wir jetzt gerade besprechen, noch ein konkretes Kurzstatement dazu? Ja, also ich denke, wie gesagt, sehr stark international, also im europäischen Rahmen auch bei diesem Thema. Und eigentlich, der Mensch ist im Allgemeinen sehr bequem und umweltfaul in gewisser Weise, aber eins macht er stimmt mit den Füßen ab. Ne? Und wenn eben eine Region besonders beliebt ist, dann wird die pauschal favorisiert von zum Beispiel Besucherströmen und sowas. Ne? Und die Region bekommt sowas auch mit. Nicht? Und es gibt andere Regionen, die sind zum Beispiel auch infrastrukturell unterversorgt, gibt es zu wenig Kneipen, da gibt es zu wenig Lebensmittelläden oder da gibt es überhaupt nichts, das gibt es auch immer häufiger. Ne? Man kommt irgendwo in ein Dorf rein als Wandersmann in der Eifel zum Beispiel. Und da ist buchstäblich nichts, ja. Da kann man nicht einen Schluck Wasser kaufen, gar nichts, verstehst du? Und darum geht es, ne, dass man eben die touristische Art mit den Füßen abzustimmen ganz massiv da einbezieht, ne? Allerdings Und dann weiß ich doch auf ein kann man das eben nicht wirklich, leider nicht wirklich machen. Also zum Beispiel jetzt, wenn Sie, ich weiß nicht, in Österreich haben Sie, glaube ich, 9 Bundesländer oder wie war das? 9 Bundesländer, die dann, glaube ich, heißen die Kantone oder so. Nee, die der Schweiz heißen die Kantone, ne? Und diese 9 Bundesländer, da kann man eben ohne die Wohlfühlstimme kann man überhaupt nicht einschätzen, ob einem die Regierung gut tut. Denn es gibt ja, es kann ja sein, dass bestimmte Veränderungen, die ich meine, in meinem Leben zu spüren, dass die vielleicht daher kommen, dass die Weltentwicklung sich gerade negativ oder positiv entwickelt. Und das dann quasi eigentlich in allen Bundesländern ist und vielleicht gar nichts direkt mit der Regierung zusammenhängt, ja? Und nur wenn man über die Wohlfühlstimmen wirklich sozusagen guckt, wie entwickeln sich die Wohlfühlstimmen in den neuen, wie entwickeln sich die Wohlfühlstimmen auseinander in den 9 verschiedenen Bundesländern? Also in dem einen gibt es überwiegend mir geht's schlechter, Veränderungsmeldung, und in dem anderen gibt es überwiegend, mir geht's jetzt besser als vor einigen Wochen oder so, als früher. Das kann man dann plötzlich kriegt man ein objektives Ergebnis, an dem sich auch die Wähler orientieren müssen. Irgendwas muss da sein, dass die eine Landesregierung einfach besser arbeitet, nützlicher für die Wähler ist als die andere. Und das kann man so mit Abstimmung mit den Füßen oder so, das kann man, ich könnte nie beurteilen, woher solche Veränderungen in einem Land kommen. Nur durch den Vergleich, diesen statistischen Vergleich, kann man wirklich feststellen, was sozusagen
welche Landesregierung den Menschen gut tut oder eher wirklich massiv schadet, weil sie vielleicht eben irgendwie irgendwelche Konzernpolitik betreibt, anstatt Wählerpolitik zu betreiben. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Wohlfühlstimme da zum Beispiel oder so ein Messverfahren unentbehrlich, weil man sonst keinen objektiven Vergleich hinkriegt. Ja. Und vielleicht noch einmal von mir aus noch mal gesagt, also diese, ich habe lang überlegt, was man denn, was sinnvoll ist als Vorgriff. Und da ist diese Umfrage, die ist aus meiner Sicht ein sinnvoller, vielleicht neugierig machender Vorgriff. Aber es ist eben nicht das Gleiche, wie wenn eine ganze Stadt, ein ganzes Bundesland oder ein ganzer Staat zum Beispiel diese Messung der Leistung von Ärzten wirklich einführt und das wirklich von Staats wegen mit aller Seriosität ausgewertet wird, ja, und mit aller Fairness und Seriosität ausgewertet wird und dann plötzlich man die Wähler in Wien zum Beispiel eine Rangliste der Wiener Ärzteschaft haben, wo sie dann sehen können, und zwar erstmal der Hauspraxen, also Hausarztpraxen, ne, und dort sehen können, aha, der eine hat ein Kursangebot, das tut offensichtlich seinen Kunden unheimlich gut, da entwickelt sich die Gesundheit positiv, das Wohlfühlen entwickelt sich positiv und so weiter. Und bei anderen Praxen, der verschreibt offensichtlich weiterhin eine Tablette nach der anderen und den Leuten geht's durch diese Vielzahl der Tabletten und deren Nebenwirkung eigentlich immer schlechter. Ja, und langfristig immer geht es immer mehr bergab. Und das geht aber eben im Idealfall eigentlich nur, dann, wenn die Stadt Wien das zum Beispiel dann ausprobieren würde und machen würde. Das ist ja eine politische Lösung. Ich wollte noch einwenden, also die Kliniken gehen immer stärker dazu über, nicht zuletzt wahrscheinlich aus diesen Gründen, dass sie das Personal komplett anonymisieren. Ja, also es ist da gar nicht mehr möglich, sich über irgendwelche Ärzte oder Pfleger oder sonst was persönlich zu beschweren, weil die vollkommen anonym im Apparat arbeiten. Und zweitens bilden sich immer stärker überregionale Netzwerke aus von Zahnkliniken und von auch allgemein medizinischen Kliniken und auch da ist es nicht mehr möglich, da irgendwelche Missstände zuzuweisen. Aber das macht eben, dieses Problem löst eben die Wohlfühlstimme ja ganz brillant, indem sie nämlich sagt, verantwortlich ist immer der Stationsleiter, der jeweilige Oberarzt oder was auch immer. Der ist für das gesamte Team verantwortlich, denn er hat auch, kriegt auch die freie Hand, sein Team sich selbst zusammenzustellen und Leute auszutauschen und so weiter. Und man geht ja auf eine Station im Krankenhaus und dann... Ja, und selbst dieses System wird ja unterlaufen. Da in der Psychiatrie zum Beispiel, in der Notaufnahme, da tauchen Ärzte im Turnus von 3, 4 Wochen, dann sind die wieder weg. Ja, und das ist nicht mehr möglich, da irgendwelche Schuld zuzuweisen, ja. Ja, aber das würde ja dann anders werden, weil diese Teams, also diese Oberärzte zum Beispiel, die Krankenhausoberärzte, die würden ja immer versuchen, nach und nach ihr Team zu optimieren, weil genau genommen das Team kriegt die Verdienstzuschüsse. Der Teamleiter kriegt die Verdienstzuschüsse und verteilt die an seine Mitarbeiter in der Station, an sein Team. Ja? Und so, dass alle gleichermaßen daran interessiert sind, dass die Patienten sich ideal gesundheitlich entwickeln, weil alle kriegen von diesen Verdienstzuschüssen an den Teamleiter nur immer einen bestimmten Prozentsatz ab. Und der ist natürlich nur dann besonders hoch, wenn die Patienten sich gesünder entwickeln als zum Beispiel Patienten anderer vergleichbarer Stationen, ne? Ja, und dann arbeiten die hochverschuldeten Kommunen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, immer stärker daran, das Angebot zu verknappen, beziehungsweise Spezialkliniken nur noch für einen größeren überregionalen Einzugsbereich auszuweisen. Ja, also die Missstände im Jetzt-Zustand sind ja klar. Also wir reden ja jetzt darüber, wie die Zukunft aussehen würde, dass eben diese Missstände nicht mehr da sind. Ja. So, als nächstes vielleicht Herr Biaxix, wenn Sie wieder kurz was sagen dazu, was Ihnen einfällt so. Okay. Also
ich denke, was wir als nächstes tun müssen, um konkrete Diskussionspunkte zu haben, weil von der Theorie haben wir es ja schon begriffen, denke ich, und auch gut durchgesprochen. Wir müssen in Richtung Praxis gehen und dafür wird es notwendig sein, ein Drehbuch zu erstellen, damit wir fassbare Einzelkomponenten haben, die wir dann diskutieren können und dann eine Realitätsprüfung darstellen. Also zwei Sachen brauchen wir, die Erhebung und die Belohnung. Also die Erhebung der Wohlfühlstimme auf welche Art und die Belohnung. Zur Erhebung fällt mir ein, wer soll teilnehmen, was soll gefragt werden, die Fragestellung ist sehr wichtig, wie soll die Prozedur ablaufen, da müssen wir ein konkretes Drehbuch verfassen, damit man das realitätsprüfen kann. Zuordnen muss man irgendwie die Stimmen können, das heißt ganz anonym wird man das kaum machen können, weil man mehrfach Stimmabgaben ja irgendwie verhindern muss, weil sonst geht einer hin oder es wird eine Gruppe von vielleicht 500 Leuten bezahlt von der Industrie, das machen die sehr gerne und dann gehen die alle zwei Tage dorthin und stimmen ab. Also um so etwas auszuschließen, bräuchten wir ein Drehbuch, wo alle diese Dinge geregelt sind. Das ja, muss man das sich sind überlegen. Die Schwachpunkte solcher Umfragen, da sind immer Risiken drin, deswegen ist es mir lieber, wenn das eben staatlich gemacht wird und dann wirklich seriös ist, weil dann nämlich zwar über eine Zahl und eine anonyme Person, aber die Zahl gibt es nur einmal beim Bundeswahlleiter. Also ich kann nicht mehrfach irgendwas machen oder so. Also man hat keine Möglichkeit, da irgendetwas zu tricksen, sondern immer und vor allem auch bei der Wohlfühlstimme, da weiß dann auch jeder, dass es ja um sein Leben geht. Und mit der spielt man dann nicht. Mit seinem Leben spielt man ja nicht. Ne? Und dann, aber was ich Ihnen hier gerade zeige im Internet, hier, ich empfehle Ihnen wirklich doch mal, also diese Seite, mal einfach durchzulesen und ich habe nämlich diese Flyer hier zum Beispiel, die haben jetzt schon ungefähr 30, 50 Leute gelesen und von etwa 10 Leuten habe ich begeisterte Rückmeldungen bekommen, dass sie sagen, dieses Wahlprogramm finden sie, eine Frau hat es ganz offen gesagt, finden sie 10-mal besser als alles, was sie je von Politik gehört haben. Ja? Und das, lassen Sie das mal einfach in einer ruhigen Minute irgendwann auf sich wirken, weil hier ist schon so viel an neuem Denken in konkreten Reformen verankert, ja, dass für mich ist die Frage, bringt es uns sehr viel, so ein konkretes Experiment mit einer Umfrage zu machen, was eigentlich die staatliche Realität einer solchen Messung nicht wirklich erfassen kann. Ja, also hier das, was hier steht, warte, ich lese nochmal gerade vor hier. Es werden Statistiken über Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit von uns allen erfasst. Die Belohnung des Arztes bzw. der nichtärztlichen Hausarztersatzpraxen richtet sich nach diesen Statistiken. Wer geht dann noch in eine Praxis, die im öffentlichen Ranking weiter unten steht? Weder Impf- noch Beratungspflicht, also vollständige Öffnung des Gesundheitswesens für alle Ansätze bei gleichzeitiger öffentlich einsehbarer Messung der Gesundheitsförderungswirkung und Krankheitsverhinderungswirkung jeder Praxis, also jedes Teamleiters quasi. Und das auch bei Altenheimen. Die Altenheimleiter werden auch dann Teamleiter, kriegen quasi einen ärzteähnlichen Status, ja, weil sie ja ihr Team, wenn sie ihr Team gut leiten und dann tolle Leute dort beschäftigen, dann wird sich die Gesundheit der zu Pflegenden ja auch positiv entwickeln. Ne? Vielleicht werden die Leute dann plötzlich wieder fit und werden nehmen wieder am Leben teil und so weiter. Also von daher kann ich sagen, jedes Vorgriffsexperiment als Umfrage ist immer natürlich mit Mängeln behaftet. Das geht nicht anders. Deswegen nur der Staat kann sowas wirklich fundiert und seriös dann durchführen. Und man kann repräsentative Wählerstichproben von Meinungsforschungsinstituten dazu verwenden. Aber so einfach ist nicht. Ja, Herr Jürgen Wagner? Ich versuche immer, lösungsorientierte Vorschläge möglichst auf den Punkt zu bringen. Ich würde mich natürlich total mit freuen, wenn bundesweite Experimente gemacht werden mit Bundeswahlleiter und solchen Auswertungsverfahren. Ich würde mich freuen, wenn als lokale Experimente vorhandene Gemeinden, Städte oder Dörfer so zur Verfügung stünden, dass man das darin ausprobieren könnte.
Ich denke jetzt aber mal noch eine Spur niedriger. Nehmen wir an, wir finden keine Stadt oder Dorf, in dem wir das machen können. Keinen Bürgermeister, der da über die Macht auch so verfügt, dass er da solche Experimente überhaupt anfangen könnte. Als absolutes Minimum, damit wir auf jeden Fall das Machbare gemacht haben, um so ein Experiment zustande kommen zu lassen, schlage ich Folgendes vor. Die Basis und alle anderen Gruppen, die dieses Experiment wollen, laden ein, ganz breit oder so breit wie wir können, welche Menschen sind bereit, zusammenzukommen für ein Modellexperiment, was auf der Basis von neuen Reformvorschlägen wie freie Argumentekultur und Wohlfühlstimme, ein Modellexperiment sein soll. Und ich glaube, obwohl das natürlich stimmt, was der Dylan sagt, dass dann da, ja, der Aufwand ein Problem ist und auch Fehlerquellen damit reinkommen können. Aber ich glaube, dass so etwas einen enormen Durchbruch bringen kann. Und ich will das mit zwei Einzelheiten veranschaulichen. Zum einen, ich glaube, wenn diese Menschen in einer, ja, nennenswerten Gemeinschaftsform, einem Gemeinschaftsexperiment zusammenkommen und sie Jetzt habe ich ein praktizieren da, Problem. Ich hatte ja Ihnen, Herr Wagner, ausführlich vorhin erklärt, dass ich heute Sonderbedingungen leider habe und ich muss jetzt quasi, ich muss, dass wir jetzt zum Ende kommen, weil ich muss ja um 10 wieder zurück sein. Leider, heute habe ich leider nicht so lange Zeit wie sonst früher gehabt. Von daher, vielleicht ich kann machen wir das in noch. zwei Sätzen. Ich kann Wenn das in zwei jeder Sätzen noch mal vervollständigen. kurz ein Kurzstatement macht, denn ich muss jetzt quasi im Prinzip schon rennen. Ja. Aber ich kann das in zwei Sätzen fertig machen und dann ist das auch mein Schlussstatement. Ja. Also ich glaube, wenn so ein Gemeinschaftsexperiment den Menschen echte Mündigkeit und demokratische Freiheit bieten würde, im Sinne von, wie es der schöne Spruch sagt, ein freier Mensch will nicht in einem Zug nur entscheiden, ob er nach vorne oder hinten in ein Abteil geht, sondern er will mitentscheiden können, ob er in einen Zug einsteigt und in welchen und in welche Richtung. Wenn gesagt wird, Leute, das kriegt ihr geboten hier in diesem Gemeinschaftsexperiment. Und wenn dazu gesagt wird, hier kriegt ihr es geboten, dass wir so gut wie möglich mit der Wohlfühlstimme experimentieren, zum Beispiel in Form solcher Hausarztkommunen, die versuchen so zu funktionieren. Ich glaube, das kann Power entwickeln, aber alles wird davon abhängen, ob wir überhaupt ein solches Experiment auf die Beine kriegen. Ich danke. Ja, vielleicht Herr Biaxix, Ihr Kurzstatement für heute, weil ich, wie gesagt, leider gezwungen bin, heute etwas einen Tick kürzer zu machen als sonst. Okay, danke schön. Wir sind im Moment, also wir in Österreich sind im Moment dabei, in Richtung dieses Abstimm- und Schwarmtools, wir nennen es Schwarmtool, weil damit ja die Schwarmintelligenz auch erfasst und verarbeitet werden soll. Das Schwarmtool ist ja ein markanter Bestandteil der Philosophie der Basispartei. Es soll Kommunikation gleichermaßen ermöglichen wie einfache Abstimmungen und Abstimmungen im Konsensverfahren, bis hin zu repräsentativen Befragungen mit den erforderlichen Querschnitten. Das ist unser Ziel. Das habe ich heute im Rohentwurf, also nicht heute, schon vor Wochen roh entworfen und heute unserer IT übermittelt. Die werden sich das anschauen. Wir werden versuchen, das in die Praxis umzusetzen, wie wir das machen. Also rasche, einfache Befragungen, damit wir eine immer wieder die Richtung korrigieren können, in die wir gehen. Das wäre die Grundlage dessen, damit man einmal auf einfache Weise erfassen kann, wie das Volk denkt. Jetzt halt das befragte Volk und später dann, wenn wir groß genug sind, auch repräsentativer. Danke. Ja, Herr Leo Wagner, vielleicht Ihr Schlusswort noch kurz. Ja, ich stehe da völlig hinter dem Johann, muss ich sagen. Das Interessante an dieser Sache ist das Drehbuch. Man muss das genau detaillieren, wie man es macht. Und man kann es nur in kleinen Rahmen irgendwie veröffentlichen. Der Staat wird es nicht machen und wann, dann verfälscht das ganz einfach. Wir können uns auf das nicht verlassen. Wir müssen wirklich aus der Basis heraus, aus der Schwarmintelligenz, das entwickeln. Ja. Aber Danke. sozusagen meine Schlussbemerkung für heute, leider schade, dass ich leider nicht, sonst hätte ich ja gern noch eine Stunde drangehängt, aber ich muss sozusagen jetzt, und
Meine Schlussbemerkung lautet nur noch mal kurz dazu, schauen Sie sich doch mal wirklich dieses Programm da an. Und wie gesagt, allein wir kriegen schon jetzt für diesen kleinen Flyer, der nur den ersten Teil dieses Programms drin hat, sozusagen kriegen wir so begeisterte Rückmeldungen für dieses Experiment. Und wie gesagt, die Basis kann hier alles klauen, was sie möchte. Ich glaube persönlich daran, dass man mit solch einer Qualität an Texten hier auch nochmal die Begründung der Argumentefreiheit und so weiter, der freien Argumentekultur, dass man mit solchen Dingen zum Beispiel hier ja solche Sätze wie Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet und so weiter. Und das sind Dinge, die kommen offensichtlich bei den Wählern extrem gut an. Und sowas als Ausgangsbasis und das dann weiterentwickeln. Das kann ich nur empfehlen, weil die Rückmeldung ist, wie gesagt, umwerfend positiv. Ja, ich muss leider los. Ich muss jetzt rennen sozusagen. Also bis demnächst wieder zu einer der nächsten Talkshows. Wir können es leider heute nicht zu Ende ausarbeiten. Also tschüssi, bis bald, gell? Tschüss.